Endlich ist Sommer und endlich sind wieder Festivals. Eins, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, Open Air Malanz, findet dieses Jahr am 5. und am 6. August statt. Ich sage herzlich willkommen zum Kulturtalk und ich sage herzlich willkommen, Joanna Michel, beim Open Air zuständig fürs Marketing. Ja, wie nervös sind wir schon, dass das bald losgeht? Nervös, noch nicht einmal im Fall, einfach nur mega euphorisch. Euphorisch, weil ihr das ja nicht testen müsst. Oder weil das Corona-Zeug. Also, jetzt müsst ihr ja nicht mehr so mit Plan B, Plan Corona, Plan D vielleicht arbeiten. Jetzt könnt ihr einfach wieder einmal so wie früher machen. Also wie vor Corona, oder? Ja, es fühlt sich jetzt so gesehen normaler, auch wenn wir vielleicht noch nicht ganz in dieser normalen Situation sind, aber es ist nicht mehr ganz so unvorhergesehen, durch das, dass wir das letzte Jahr unter diesen Umständen können machen, sind wir vorbereiteter und jetzt freuen wir uns einfach, weil eben, man investiert so viel Zeit in das Festival Freiwilligenarbeit und am Schluss freut man sich eigentlich einfach nur auf das Wochenende. Wir haben auch schon darüber geredet, es gibt relativ viele so kleinere Open Airs, es gibt aber auch Big Air und die ganzen Geschichten, die jetzt auch noch dazugekommen sind. Was unterscheidet euch jetzt zum Beispiel von Manaudi in der Gurin, wo ein ähnliches Programm hat? Oder wo seht ihr euch da mit Chapella, auch in der Gurin, Open Air Malanz? Finden ja auch alle relativ ähnlich, zu einem ähnlichen Zeitpunkt statt. Was macht es so aus, dass das Open Air Malanz, also durch was profiliert sich das Open Air Malanz da auf dem Markt? Ich glaube, es ist wirklich so. Wir sind mit dem Chapella und mit dem Out in der Gurin sehr ähnlich. Es sind kleine Festivals in kleinen Regionen, wo es stattfindet. Ich kann dir jetzt gar nicht so sagen, was uns unterscheidet, aber ich kann dir sagen, was einfach das Open Air Malanz ausmacht. Das ist nämlich einfach so, dass wir ein neunköpfiges OKA sind, wo alle mit sehr viel Herzblut während dem ganzen Jahr arbeiten, um das Festival vorantreiben und auch zum Weiterentwickeln und eigentlich einfach jetzt auch mit dem Line-Up halt möglichst auch einem breiten Publikum irgendwie gerecht zu werden. Wir haben sehr viele Lokale, viele Schweizer Künstlerinnen und Künstler bei unserem Line-Up und das ist eigentlich das, einfach ja, ein friedliches, lässiges Open Air, wo man immer wieder mal so kleine Überraschungen hat. Die Eulenbar, die wir letztes Jahr umgebaut haben, das ist ein alter Lastwagenanhänger, den wir umgebaut haben zu einer Bar, die Eulenbar. Ist das, wo mal die zweite Bühne war? Ist aus dem jetzt die Eulenbar gewachsen? Nein, Oder? es ist ein Nein. anderer Lastwagenanhänger. Okay. Ja, ihr habt da etwas mit diesen Ja. Anhängern, gell? Genau, wir versuchen die Ja. Ressourcen zu nutzen, die wir haben, und etwas Lässiges daraus zu machen. Sind ihr auch noch so, also sind alle, du hast gesagt, eben im OKA haben wir 9 Leute, sind die alle irgendwie verwurzelt in Malanz? Also alle selber aus Malanz? Sind nicht ganz alle aus Ja. Malanz, aber definitiv verwurzelt in der Region. Also wir haben grösstenteils Malanzer, Malanzerinnen bei uns im OKA. Also ich selber bin jetzt von Landquart, bin aber sehr oft und auch immer, also das Open Air Malanz ist schon als junge Frau, als Jugendliche auf meinem Terminkalender gewesen, jedes Jahr. Und dann haben wir den Omero jetzt neu bei unserem Gastro-Team, wo das Jahr zuerst mal das Gastro macht und aus Chur kommt. Aber es ist wirklich so ein Ui, bisschen. aus der Region raus. Ja, Nein, aber ich muss aber sagen, was ist ja. er ist der Cousin von der Bookerin, von der Amanda und vom Dario, wo beide Malanzer sind. Da kann man noch ein Auge zudrücken. Also quasi. Nein, ich frage eben aus dem Grund, weil ich hab jetzt das ein bisschen miterlebt, dass viele Vereine oder Organisationen mega Mühe haben mit Nachwuchs. Und dass es nach Corona, also dass es Corona nicht wirklich einfacher gemacht hat, Nachwuchs zu finden. Was machen ihr anders, dass die Leute bei euch wirklich gerne ins OKA gehen und auch x Stunden Freiwilligenarbeit leisten? Also wir nehmen das auch, wir merken das auch, vor allem bei der freiwilligen Arbeit in Bezug auf Helferinnen und Helfereinsätze.
Das ist schwieriger geworden. Jetzt mit Corona noch schwieriger. Ich weiß nicht genau, warum die Entwicklung so, warum das passiert. Das liest man ja auch immer wieder, dass viele Vereine Mühe haben. Jetzt im OK macht es vor allem aus, dass wir einfach eine gute Stimmung haben, dass wir uns respektieren und Freude haben und für das Gleiche eigentlich uns einsetzen. Und jede Person, die in ihrem Resort ist, hat eigentlich ein persönliches Interesse an dem Resort. Also es ist wie entweder durch persönliche Fähigkeiten oder irgendwie sonst etwas. Es macht mega Sinn, dass die Personen in diesem Bereich sind. Und darum ist, glaube ich, auch die Motivation so hoch. Also würdest du sagen, wenn jetzt du zum Beispiel müsstest im Gastrobereich, wärst du nicht so happy, wie wenn jetzt hier halt, mit mir sitzt und Interviews gibst, quasi. ist das auch ein bisschen so? Also so sind ihr auch ein bisschen zusammengekommen und haben gefunden, du wärst am besten dort? Oder? Es ist schon ein bisschen so, dass ich das... Oder dass man halt, wir sind noch nicht neu zusammengekommen und wir haben alle Posten neu zu vergeben gehabt, sondern es war so ein bisschen ein Prozess gewesen. Es ist mal so jemand gekommen und dann ist dort mal jemand gegangen und wieder jemand Neues gekommen. Darum hat es dann einfach gewisse Posten frei gehabt oder nicht. Aber wir haben dann zum Beispiel auch schon im OK gemerkt, jetzt auch über die 2 Jahre, wie wir jetzt formiert sind, wem das gewisse Sachen liegen und wem nicht und wo es allenfalls einen Wechsel braucht. Und das ist dann auch, wir sind dann auch genug ehrlich und genug reflektiert, um über das reden und schauen, was gibt's für Alternativen. Als ich angefangen habe, habe ich im Gastro angefangen. Dann ist es wegen Corona jetzt gar nicht können stattfinden. Und dann ist der Marketingposten frei geworden. Und dann hat es dann zu besetzen gegeben. Und ich habe gesagt, komm, wir haben niemanden zu Haus. Und ich mache das ja eigentlich auch noch gerne. Ich mache das. Und die Gastroposten war einfacher zum Besetzen. Ist jetzt nicht so etwas wie das Booking? Das stelle ich mir immer vor. Es ist ja, wenn man bei einem Open Air schafft, ist es eigentlich etwas vom Interessantesten, weil man schon weit vor allen weiss, vor allen anderen, wir holen denn das ja die und die Band, oder? Ist das nicht so ein Bereich gewesen, wo sich die Leute so fast ein bisschen im OK gelbögelt haben, ich will das unbedingt machen? Überhaupt nicht im Fall. Nein, irgendwie, ich glaube eben, weil das, wie wir verteilt sind, einfach so absolut Sinn macht, so wie es ist. Fühlt sich auch jeder wohl dort, wo er ist. Also, ich weiß nicht, der Martin, der zuständig ist für das Bau, kommt glaub nicht auf die Idee, ich fände jetzt noch lässig Booking machen. Und was jetzt bei uns eben auch ist, wir tun uns austauschen. Es ist nicht einfach nur, dass die Bookerin entscheidet, wir nehmen die und fertig, sondern sie fragt uns nach unseren Meinungen und wir diskutieren darüber. Und das ist mega schön, weil es ist ja so, oder? Die Musik macht gleich einen grossen Teil von einem Musikfestival aus. Und das ist auch schön, wenn das ganze OK kann dahinter stehen. Das ist noch schön gesagt, aber stelle ich mir eben schon auch noch spannend vor, dass da, also lönt ihr auch mal Streit zu oder gibt es auch mal Acts, wo ihr dann sagt, ich weiß jetzt nicht, ob das etwas wäre. Wo ihr da auch, also habt ihr da auch so ein bisschen die Diskussionen, wo ihr dann sagt, jetzt der vielleicht nicht oder... Ja, sicher auch vom Budget her, oder? Ja, das ist... Dass er da jetzt nicht irgendwie... Genau. Also, ...Metallica holen auf den Geist rücken, genau. Oder? Ja, das ist wahrscheinlich die Bühne auch zu klein und das Publikumsbereich. Ja, genau. So. Also wenn man das Ganze zur Bühne macht, den Geist rücken, dann vielleicht, oder? Absolut. So, aber ja. Nein, irgendwie... Ich glaube, es ist halt... Also, wir reden... bei vielen Sachen mit, aber es hat gleich so ein bisschen die Entscheidungshoheit hat dann die Person, die aus dem Resort, also die zuständig ist dafür. Aber es ist jetzt bisher nie dazu gekommen, dass wir irgendwie gesagt haben, nein, Armanda, die Band darfst du auf keinen Fall, sondern mehr so, schau, die finden wir noch lässig oder die finde ich lässig, was meinst du? Und schau es dir an. Und also es ist wirklich eigentlich sehr harmonisch. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren haben wir mal noch so einen Pizzanofen gehabt. Ja. Ist der wieder vor Ort? Oder was machen wir so gastromässig? Weil ich finde das immer auch noch recht interessant. Es gibt ja noch ein anderes Open Air, das ein bisschen vorher ist, Polenta Jam. Und dort ist ja wirklich, dort geht man auch ein bisschen her, zum neben der Musik halt auch, zum einfach so eine geile Polenta essen. Was ist denn so bei euch auf dem Gastro? Also das Ding, wo man unbedingt sollte sich zu Gemüte führen, wenn man an dem Open Air ist.
Da will ich im Fall noch gar nicht so viel verraten, aber was wir... Ja, das ist super, jetzt überlege ich mir eine so eine lässige Frage, weißt du, und schön ausformuliert, ja. Und dann sagst du, sag ich nicht. So. Nein, tut mir leid, aber ja. Etwas sagt er nämlich, wir haben das letztes Jahr auch schon so gemacht, wir arbeiten wieder mit Foodtrucks zusammen. Wir haben, es ist auch ein bisschen ein organisatorischer Grund, weil es ist auch einfach für das Festival wie unsere Größe ist ein unorganisatorischer Aufwand, um den ganzen Gastrobereich selber abzudecken, von Helfer finden zu der ganzen Infrastruktur, auch wieder alles reinigen und zurückgeben. Darum haben wir uns für letztes Jahr haben wir uns das schon überlegt, um halt mit Foodtrucks zusammenzuarbeiten. Und einfach noch ein kleines Angebot selber anbieten. Also so ein bisschen Würst und Pommes, ein bisschen Hotdog oder so Sachen. Um halt einfach auch da, weil wir halt auch möglichst möchten, ein Open Air sein für alle, um auch ein preiswertes Angebot, das wir dann würden, also anbieten. Aber ist noch schön, dann könnt ihr ja so wie lokale Firmen auch noch ein bisschen unterstützen, ja, oder? Ja, genau. Es ist eigentlich... Dann könnt ihr auf ihr ja, Risiko oder auch ihren Gewinn können sie dort gut Zeugs verkaufen. Bleibt da gleich noch ein bisschen etwas hängen bei euch? Weil ja, man muss ja eben, Künstler kostet eine gewisse Gage. Eintritt kann man ja jetzt auch nicht gerade 50 oder 100 Franken machen. Ja, wo holen ihr Geld rein? Oder ist es sponsoringtechnisch noch so? Also, oder wie finanzieren wir das überhaupt? Es ist eigentlich eine Mischrechnung. Es ist einerseits eine Schutticket-Einnahme. Wir haben hier zwei grosszügige Tickets, Kategorie für Jugendliche bis 26 und StuCard und Kulturlegi, wo das Tagesticket noch 29 Franken kostet. Aber jetzt für ein Festival, also für ein Festivalpass zum, ich sage, regulären Preis, zahlst du auch 60 Franken. Also was ja total angemessen ist für die Größe des Festivals und was wir bieten. Aber es ist wie so ein bisschen, das ist also einerseits die Ticketeinnahme und dann andererseits natürlich Konsumation. Also jetzt vielleicht weniger eben übers Essen, weil wir mehr auslagern. Aber die Leute, die trinken bis am Morgen um 4 Uhr und ein Party haben. Okay, also eben wenn wir vom Gastronomie reden, also Essen versuchen da irgendwie so separat, aber ja, die Getränke bleiben. Genau. Ja. Ja, da bin ich vielleicht unpräzise gewesen. Genau, wir haben Bar, wo wir, also wir haben zwei Bars, die wir führen und eben die Ölbar. Der Drinktruck machen wir selber. Ja, genau. Die Ölbar, die machen wir selber. Ja, okay. Nein, und das ist auch wirklich, das ist so lässig. Wir machen eine recht grosse Plattform. Es ist aber so ein Lastwagenhänger, wo wir eine grosse Plattform vorne draussen haben. Es ist ein super Blick auf die Bühne. Und die Leute sind einfach eben dort bis am Morgen um 4 Uhr am Umfesten gewesen und haben Freude gehabt. Und verweilen. Ja, genau. Und um das natürlich auch noch anfügen, wenn ich sage, es sind mehrere Sachen, es ist schon auch Sponsoren. Also ohne die Unterstützung von Kalendercomp oder einem Beitragsfonds von der GKB könnten wir es nicht machen. Ist das. Ja. Ich finde es eben schwierig heutzutage irgendwie Kultur im Allgemeinen. Also, weißt du, dass es sich rendiert, ohne Sponsoren wäre da nichts. Also, das ist wirklich so, wenn einmal der Punkt kommt, wo alle Sponsoren sagen, nein, machen wir nicht mehr mit, dann passiert relativ wenig. Also, das ist so. Ja. Das ist definitiv so. Also, Kultur lebt größtenteils von der Finanzierung durch Sponsoren. Das ist leider oder ja, ist es so. Ja. Was ist so die Highlights, die ihr in diesem Jahr habt? Oder was sticht so speziell raus? Am Festival? Wo jetzt andere Festivals nicht unbedingt auf der Bühne haben. Was ist so? Noch gibt es. Ich habe es jetzt ein, zwei Mal angeschaut. So. Nein, kannst du da spicken? Also, wo andere Festivals. Aber ich glaube, was uns auszeichnet, ist das, dass man eigentlich weiss, es wird ein super Festival, egal ob man jetzt die Leute kennt oder nicht. Also, ob man jetzt weiss, die Künstlerin oder der Künstler ist auf der Bühne. Es sind alles talentierte MusikerInnen bei uns. Und darum kann ich nicht sagen, also es ist sicher dieses Jahr eher ein bisschen rockig, das ganze Line-up. Wir haben Basement Science, wo ich mich mega drauf freue, am Freitagabend. Eine Multikulti-Band aus Südafrika,
der UK und der Schweiz. Dreiergespann. Cool. Ja. Oder The Two Romans, eine Indie-Rock-Band aus Thun. Oder auch Femi Luna, die eine Singer-Songwriterin ist, die man jetzt überall ein bisschen sieht. Die, ist, die habe ich letztes Jahr gesehen. Ich finde die auch ganz... Ist die nicht so also SRF 3 Best-Talent gewesen? Ich glaube, eine Zeit lang Ja, voll. Ja, und das ist eigentlich auch halt spannend, oder? Ein bisschen zu breit. Oder eben auch die Bündner Rapper von Disbeats, dass man einfach so ein bisschen gleich auch ein bisschen Breite an Genres haben, aber vor allem lokal. Vielleicht noch einen Hauch Polenta-Jam auf Malanz bringen. Ja, genau. Nein, und was wir eben wegen jetzt nicht auf der Bühne, sondern neben der Bühne, wir haben immer am Samstagnachmittag haben wir das gratis Kinderprogramm. Sind wir einen Clown oder irgendwas? Nein, oder was, das haben wir oft gehabt, aber jetzt probieren wir es mal mit einem gratis Kinder-Aerobic-Programm. Cool. Mit ein bisschen Musik und Tanz passt ja auch gut zum Festival. So ein bisschen Bewegung fördern auch so ein bisschen. Und die Familie könnte dann bis um 4 eigentlich gratis auf dem Festivalgelände sein. Und ja, so halt auch ein bisschen einen Beitrag leisten für, oder auch überhaupt das Angebot auch für die Familien, die auch aus der Region ein bisschen zu arbeiten. Ja. Also dann ist euch wirklich wichtiger, dass ihr quer durchs Band ein bisschen das Publikum habt. Und vielleicht nicht so viel, aber dafür halt richtig viele Acts, die man kann neu entdecken kann. Mhm. Oder irgendwie, anstatt jetzt einfach irgendeinen Headliner herzustellen. Nein, das ist nicht unsere Philosophie. Das ist auch das. Das glaube ich nicht, dass das uns auszeigt. Also, das kann irgendwie nicht gut kommen, glaube langfristig. Ich glaube, es ist schade, wenn das unser Ziel wäre. Irgendwo stößt es dann auch ein bisschen an Kapazitätsgrenzen, oder? Genau. Oder könntest du vorne auf dem ein Festival machen? Ja? Oder ganz vorne erweisen? Einfach. Ja, aber dann wäre es einfach auch wie nicht mehr das Gleiche. Nein, oder? Es gehört dort in den Wald rein. Absolut. Oder? Und es ist seit 20 Jahren ist es das, was es. Also hat es die Größe. Also vielleicht am Anfang war es noch ein bisschen kleiner gewesen, aber es ist wie. Das ist sympathisch, oder? Wir verändern uns nicht so stark. Und ich glaube, gleich bleiben wir attraktiv und versuchen irgendwie neue Sachen aus. Und es sind immer eben die OKA größtenteils aus der, oder überhaupt alle aus der Region, wo sich für das einsetzen und wo Freude an dem haben. Und einfach, ja, wenn dem Publikum super und ein super Fest bieten und den Musiker in eine super Bühne. Und genau, das ist es eigentlich. Nachhaltig eine gute Geschichte, die auch noch in ein paar Jahren stattfinden. Das ist unser Ziel, absolut. Ja. Ich drücke mir, dass das Wetter am 5. und 6. August super ist. Mhm. Und hoffe, dass ein Haufen, die jetzt hier zugeschaut haben, lustig geworden sind. Open Air Malanz findet statt zum 21. Mal. Schauen vorbei und entdecken ein paar ganz, ganz spannende Acts. Danke, dass du da bist. Okay. Das war schon der Kulturtag mit der Joanna Michel. Openairmalanz.ch. Holt euch heute noch euer Ticket.